hat die Erde nun den Menschen satt. Sie gibt die Atmosphäre auf und schaltet die Computer aus. Die erste Fehlinformation verursacht dann die erste Kettenreaktion. Der Seismograf schlägt aus und zeigt uns das Problem, doch die Gezeiten sind dran schuld. Gezeiten sind dran schuld. Der Wissenschaftler hat's gesehen, er rätselt um das Phänomen und bittet um Geduld. Bittet um Geduld. Indessen kämpft man weiter und Sprossen an der Leiter von der Hierarchie. Von der Hierarchie. Doch wenn man jetzt nicht aufpasst, den Augenwinkel aufmacht, dann kämpft man nur nicht. Die Sonne steht seit 198 Stunden regungslos auf 3 Uhr nachmittags. 3 Uhr nachmittags. Junge Mädchen, ältere Frauen, die plötzlich weiß, sie werden braun, denn das ist angesagt. Das ist angesagt. Die Schönheitsindustrie stellt sich ganz bitch allein auf sie und jeder sucht nach dem Gewinn. Sucht nach dem Gewinn. Alles ist ganz easy. Alles ist ganz happy, denn das Wetter ist so schön. Alarmsignal. Heißer als man sie kennt. Alarmsignal, die Steppe bebt, die Luft vibriert, die Wüste lebt. Bauen auf und bauen ab und machen Schlapp, das macht uns ganz nervös, manche ganz nervös. Die Elektronik schwindt, die Zeit verrinnt. Probleme ungelöst, Probleme ungelöst. Die Luft wird immer dünner, die Hitze immer schlimmer. Jeder gibt dem anderen Schuld, gibt dem anderen Schuld. Der Wissenschaftler rätselt noch und rätselt noch und rätselt noch und bittet um Geduld. Alarmsignal, die Sonne brennt, heißer als man sie kennt. Die Luft vibriert, die Wüste lebt. We'll be right back.